Jetzt achtet mal. Ich gehe nur vorbei. Zack. Die Folie geht ab, aber die Farbe klebt noch. Und bin ich hingegangen, eine Minute, hat mir das Auto echt ganz blind gekauft. Man kriegt sofort Eier so. Weißt du? Hammer. Hat ja, glaube ich, einen Unfall gehabt. Ihr seht einmal, wie schlimm der hier komplett gemacht wurde. Und wie? Keyless Go fehlt natürlich, ist ja klar. Kfz 40, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute fangen wir mit unserem neuen Projekt an. Wie komme ich zu diesem Projekt eigentlich? Ganz kleine Story. Ihr kennt das vielleicht da draußen. Der eine oder andere ist irgendwie bei eBay Kleinanzeige unterwegs und guckt sich irgendwas. In meinem Fall war es der Power 6 Kabelbaum, den ich mir angeschaut habe. Und dann bam, wird mir ein CL500 vorgeschlagen. Und das Geile ist, der war mein Nachbar. Ihr müsst euch vorstellen, ich wohne Annenstraße 65 und das Auto wurde verkauft bei Annenstraße 50. Und was habe ich natürlich gemacht? Ich habe den angeschrieben, habe gefragt, was willst du haben? Dann hat er mir das Doppelte genannt. Ich habe gesagt, ey, hör mal, ich habe nur so viel Geld zur Verfügung. Wenn du Bock hast, komme ich doch morgen den abholen. Und der meinte, dass, ey, ich kenne dich doch. Ja, können wir machen. Und bin ich hingegangen, eine Minute, hat mir das Auto echt ganz blind gekauft. Genau so war's. Der kam, Geld gegeben, ist dann sofort losgegangen und ich habe das Auto natürlich einmal komplett durchgecheckt. Ja, es ist sehr viel dran zu machen und das ist ja das Geile. Ich habe damit was vor, aber das ganz zum Schluss werde ich die Bombe platzen lassen, was ich eigentlich damit vorhabe. Die Leute, die im Livestream dabei waren, die wissen das und die sollen es aber bitte nicht verraten. CL500, er ist foliert, aber ich nenne dieses Projekt einfach mal Schrotti 500. Und warum, gucken wir uns jetzt selber an. Natürlich fragt der eine oder andere, warum machst du dieses Projekt? Ganz einfach, es bringt Klicks. Es hat eine komplette Vollausstattung, das Auto. Und das ist das Geile. Und nicht nur fast, nein, es hat eine Vollausstattung. Wir haben einmal Distronic, wir haben Softclose, wir haben Keyless Go, wir haben Massagesitze, wir haben Panorama da und. Was du dir vorstellst, hat dieses Auto. Es ist nicht umsonst der billigste CL, den es so gibt. Warum wohl? Es hat natürlich Kleinigkeiten, was natürlich ganz normal ist für diesen Kurs. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Sachen. Der wurde komplett foliert. Ihr kennt es ja schon von meinem ML, also Folie des Grauens. Motorhaube, hier sieht man. Dann natürlich, die Kotflügel sind ja aus Plastik. Und das Geilste ist, die Folie gar nicht abgerissen und dann nochmal mit einer Sprühdose komplett drüber gegangen. Ihr seht das hier. Also allgemein sehr, sehr schlecht gemacht. Vorne hat er, glaube ich, einen Unfall gehabt. Ihr seht einmal, wie schlimm der hier komplett gemacht wurde. Hier wird gar nicht abgedeckt, hier einmal mal drüber lackiert. So gehört sich das. Ja, Stoßstange, hier fehlt ein PDC. Boah, kann man so machen. Hier fehlt einmal komplett die Leiste. Dann haben wir noch mal kompletten Schutz hier. Ne, das ist geil, das könnten die echt einführen. Jetzt achtet mal, ich gehe nur vorbei. Zack. Ist das Ding nach hinten geklappt. Ja, das Ding ist komplett hinüber. Machen wir das jetzt fertig. Natürlich fachgerecht. So, siehst du? So schnell geht das hier. Man muss nur wissen, wie. Keyless Go fehlt natürlich, ist ja klar. Folie natürlich richtig schlecht. Das Geile ist bei der Folie, die Folie geht ab, aber die Farbe bleibt drauf. Aber die Folie geht ab, aber die Farbe bleibt immer noch drauf. Geil, ne? Achtet mal. Das ist definitiv die billigste Folie, die ich jemals gesehen habe. Ja, hier. Das ist natürlich, was darf natürlich nicht fehlen. Ne? Machen wir doch genau in der Mitte. Da sieht das doch Hammer aus. Links und rechts. Kann man so machen. Folientyp, der das gemacht hat, hat sich natürlich richtig Mühe gegeben. Das sieht ihr ja natürlich hier, wie er das ausgeschnitten hat. Riesen Respekt auf jeden Fall. Kriegt auch nicht jeder so hin. Ja. Ach, ich sehe schon, das Ding ist ja auch kaputt. PDC funktioniert auch nicht. Aber ihr wolltet bestimmt den Sound einmal hören und das kriegt ihr jetzt auch.
So, Sound ist natürlich da. Gibt es natürlich Stellen hier, ja, hier so. Ja, die Abdeckung, die brauchen wir nicht. Einfach drüber folieren. Keine Angst, dieser Folierer wird bestimmt nicht selbstständig gewesen sein. Ich schätze mal, das ist einfach mal einer gewesen, der einfach mal das erste Mal ein Auto foliert hat. Weil so wie es aussieht, so foliert man auf jeden Fall nicht. Sogar das würde ich sogar besser folieren. Hier steht alles ab. Folie geht ab. Hier natürlich auch. Hier hinten. Kofferraum funktioniert natürlich auch nicht. Natürlich sind da viele Sachen, was gemacht werden muss. Das Wichtigste ist, wir haben hier einen V8 M113. Einen schönen Motor, den wir einfach nicht tot bekommen. Günstigste CL Deutschlands, der Schrotti 500, wird natürlich nicht umsonst sein, dass man ihn so günstig abgibt. Natürlich wird er Probleme haben. Was für mich wichtig war, der schaltet vernünftig. Der Motor hört sich auf jeden Fall gesund an. Auf jeden Fall. Wir haben natürlich ein bisschen Probleme im Stand. Das heißt, ich würde glauben, dass der ein oder andere Zündkabel sich verabschiedet hat oder doch eine Zündspule oder Zündkerzen, weil die macht man ja auch nicht sehr oft hier dran. Ihr entscheidet, was wir damit vorhaben. Sollen wir den lackieren, low budget, sollen wir eine Baumarktfolie drauf klatschen, Baumarktlackierung drauf machen. Wichtig ist, es wird ein low budget Projekt. Gasanlage hat das Ding natürlich auch, so nebenbei. Natürlich Keyless Go, funktioniert natürlich nicht, ist klar. Normalerweise müsste der jetzt aufgehen, macht er nicht. Aber was der macht ist, ja, Softclose und das Ding funktioniert. Hammergeil. Hammergeiler Feature, feiere ich. Dann, wenn wir die Tür aufmachen, ihr kennt das, ja, die typischen Stellen, wo immer abbrechen, aber dazu kommen wir noch in einem anderen Video. So, sonst haben wir natürlich belüftete Sitze, funktioniert auch. Sitzheizung funktioniert auch, Memory-Sitze funktioniert auch. Dann, die Sitze sehen nochmal nicht schlecht aus. Wir haben hier eine komplette schwarze Ausstattung mit einem sehr, sehr schönen Holzoptik. Keine Ahnung, wie man, ne, dieser Holzoptik sieht wiederum anders aus als der hier. Ich glaube, der wurde einfach mal erneuert. Hier haben wir auf jeden Fall Massagesitze. Ihr glaubt es nicht, ich habe noch nie Massagesitze gehabt. Das ist einfach mal richtig geil. Keyless Go, ist klar. Keyless Go hat es auch, aber funktioniert nicht. Distronic, jetzt dürft ihr dreimal raten, funktioniert Distronic natürlich auch nicht. Dann haben wir natürlich ABC Fahrwerk, leuchteinwandfrei. Wer hätte es gedacht? Normalerweise Baujahr 99 darf der eigentlich dieses Radio nicht haben. Der müsste eigentlich dieses kleine Radio haben. Warum, weshalb, wieso, weiß ich nicht. Navigation läuft auch einwandfrei. Wir haben nur die CD. Dann haben wir, glaube ich, Alcantara Himmel. Ob das jetzt Alcantara ist oder nicht, das kann ich euch nicht sagen. Aber ich glaube schon, wenn ich die Nähte und so sehe hier, das ist Alcantara. Ne? Geil, auf jeden Fall, Dach feiere ich. So, Innenraum sieht er eigentlich mal nicht schlecht aus. Oh, 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 hallo, Wespe, 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 Wespe. Hallo, nein, oh. Ich feiere das. Wollt natürlich den Motor sehen, ist ja klar. Distronic. Wenn man sich das jetzt alles nicht anschaut und so. Natürlich, sowas macht man natürlich kleben. Hier natürlich, Alter, das macht man nicht fest. Ist ja auch nicht schlimm, wenn da mal Wasser reinkommt. Ist ja nur die Elektronik hier. Der hat ja nur ungefähr, ich sag mal 35 Steuergeräte eingebaut. Ist nicht so wild, also die an den Vorbesitzer nur geht. Gasanlage ist verbaut, zwei Verdampfer. Natürlich brauchen wir hier keine Luft. Luftfilter braucht keine Luft. Motor kann ruhig ersticken. Tod, Hitze und so. Alles gut. Braucht man auch nicht. Vorne hat man einen kleinen Klatscher gehabt. Ihr seht das. Sehr professionell gemacht. Ne? Also kann ich nicht besser machen. Mit einer Spraydose, so wie sich das gehört. Hammergeil. Achtet mal hier. Wie geil ist das denn? Oh. Ach, wir haben hier zu viel geschnitten, weißt du was? Machen wir nur mal eine Folie so drauf. Das ist geil, die Folie geht ab, aber die Farbe klebt noch drauf. Das heißt, die Farbe müssen wir einmal komplett wegkratzen. Das schreit nach jede Menge Arbeit. Er hat auf jeden Fall Facelift-Scheinwerfer, was ich auch nicht verstehe, aber hinten nicht wiederum. Also da hat der Typ schon ein bisschen Geld reingesteckt gehabt. Ich glaube, Navi hat er umgebaut, hinten die Rückleuchten nicht. Hier sind die zwar LED,
Aber es sind keine Festiv-Scheinwerfer. Keine Ahnung, ich kenne mich jetzt mit CL jetzt auch nicht super gut aus. Das ist das Highlight überhaupt bei dem hier. Guckt euch mal den Stoff hier an. Oh, Steinschlag habe ich gerade auch gesehen. Ja, das Klimaanlage funktioniert nicht. Ja, ihr müsst euch vorstellen, der Motor läuft gut. Wobei der Motor im Stand mir nicht gut läuft, da müssen wir auch nochmal schauen. Und das Geile ist, was ich halt gefunden habe im Auto. Im Auto haben wir einfach mal ein Steuergerät von dem Getriebe drinne. Warum, weshalb, wieso? Ich kenne das sehr, sehr gut, weil ich diese Getriebesteuergeräte sehr oft verbaue bei diesem Modell. Ich habe das Gefühl, das Auto ändert dich direkt, weißt du? Wir kennen ja den einen oder anderen YouTuber, der auch so ein Projekt macht und der hat sich ja auch geändert, weißt du? Weil ich glaube, das Auto ändert einfach einen. Ja, natürlich. Also ich fühle mich da nicht wohl, so Plastikuhr, so, weißt du, so, ich fühle mich da nicht wohl. Ich glaube, ich weiß, wie ich mich wohlfühlen werde im Auto. Wartet mal, ganz kurz. So, alles gut? Guck mal. Ich merke das richtig, wie ich mich verändert habe im Auto. So Leute, das ist der neue Update. Ehrlich? Und das passt eher besser zu diesem Auto. Ich merke das direkt. Direkt, ich habe mich direkt geändert im Auto. Ich schwör's dir direkt so. Meine Plastikuhr wurde auf einmal links hier, Casio. Oh, schöne Kette, weißt du, hast du da. Ja, wo ist die Kette hergekommen? Oh. Und guck mal hier, Hugo Boss, gefälscht. Wo doch, direkt, okay, hätte ich jetzt ein... Den neueren Modell wär auch der Hugo Boss neu, aber ich merke das direkt, diese Aura. Ja. Man kriegt sofort Eier so. Weißt du? Hammer. Oh, ich bitte dich, Özgür, ich bitte dich. Hey, Morok, weißt du, du musst so rumlaufen, Morok. Wenn du so ein Auto hast, musst du so rumlaufen. Wie ein Pesserwing. Ja, natürlich. Das ist ein zu älter Auto und so muss das auch sein. Ja, kommen noch die aber Moves ich sag dazu. Noch, ich sag dir noch, zweimal, dreimal damit fahren. Ich schwöre, ich fange an zu rappen. Am besten von Jesus das Lied nehmen. Einfach auf meinen Style rappen, als wäre ich 7 Jahre alt. Macht ja der eine oder andere YouTuber. Hab ich gehört. So, Dankeschön fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da. Abo, was wir einfach mit dem Wagen vorhaben. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraftwerk.